Am Bodensee bringt Profigriller Tom Heinzle aus Österreich jeden Grill zum Glühen. Seine Mission heute? Er grillt das Leckerste aus aller Herren Länder. Gegrillt wird auf der ganzen Welt. Ich zeige euch heute, was in den anderen Ländern auf den Ros kommt. Seine kulinarische Reise startet in Deutschland mit einem Grillklassiker hübsch aufbereitet. Schweinenacken mit Brokkoli und Süßkartoffelscheiben. Etwa 18 Euro kostet das Kilo Schweinefleisch. Grillprofi Tom Heinzle verwendet zum Salzen Flockensalz. Den Brokkoli beträufelt er mit Olivenöl. Und dazu habe ich also eine Gewürzmischung, die besteht aus Fenchelsaat, etwas schwarzem Sesam, Kreuzkümmelsaat, Salz, Knoblauch und geräuchertem Paprika. Dieser wilde Brokkoli, der hat schöne Aromen nach Kohl, aber auch nach Brokkoli und schmeckt wahnsinnig gut vom Grill, wenn er Röstaromen hat. Die Süßkartoffeln in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Hier haben wir den Grill schon sehr heiß und hier legen wir jetzt zuerst die Süßkartoffeln auf, bei direkter Hitze. Zwischendurch räumt Heinzle auf mit einem Grillmythos. Grillgut mit Bier ablöschen? Er sagt ganz klar, nö. Fleisch ablöschen mit Bier bringt nichts. Wenn ich mit Bier arbeite, muss ich immer etwas Süßes dazu tun, entweder Honig oder Ahornsirup, weil Bier hat viel Bitterstoffe und das würde auf dem Fleisch nicht gut schmecken. Wenn man Bier verwendet, dann lieber einpinseln, niemals drüber schütten. Bringt nichts. Nach knapp 10 Minuten ist das Schweinesteak perfekt gegrillt. Und auch die Beilagen sind servierbereit. So grillt man in Deutschland. Leckere Sache. Nackensteak mit Süßkartoffelscheiben und Brokkoli. Und jetzt? Der Blick über die Grenzen. Ein Gericht aus Argentinien. Im Salzmantel geschmortes Picanha mit karamellisiertem Chicorée. Pro Kilo kostet das Schwanzstück vom Rind ca. 28 Euro. Picanha, bei uns bekannt als Tafelspitz. Der Unterschied zu unserem Tafelspitz ist der Tafelspitz wird bei uns im Ganzen gemacht. Beim klassischen Picanha wird nur die Spitze zubereitet. Wenn man es quer zu Fasern, ganz dünne Scheiben so aufschneidet, haben wir ein wunderbar schönes Stück Fleisch, das auf der Zunge praktisch vergeht. Grillprofi Tom bedeckt das Fleisch mit feuchtem Meersalz. Ich mache das so ein Gericht sehr gerne auf dem Kamado-Grill. Kamado-Grill ist ein Grill, der aus Keramik besteht. Er hat einen schönen Austausch der Feuchtigkeit, weil ein Teil der Keramik die Feuchtigkeit aufnimmt und dann das Lebensmittel wieder abgibt. Bei indirekter Hitze zieht das Fleisch, bis es eine Kerntemperatur von 58 Grad erreicht hat. Wichtig ist beim Chicorée, der Strunk hinten muss dranbleiben, weil sonst zerfällt der auf dem Grill. Anschließend bestreicht Tom den Chicorée mit Honig und streut Chiliflocken darüber. Er legt ihn auf das Salzbett und lässt ihn schmoren, bis er weich ist. Picanha ist fertig, hole mal runter. Der Chicorée schaut super aus, das Fleisch riecht schon. Aufschneiden, anrichten, fertig. Happy? Schön im Salz geschmort, wunderbar. Zarte Rose inne. So wollte man es. Wer mag, kann noch mit etwas Meersalz verfeinern. Unser Gericht aus Argentinien. So auf den Punkt geschmort ist die argentinische Picanha mit karamellisiertem Chicorée ein Gaumenschmaus. Wir grillen uns einmal um die Welt und gehen nach Frankreich. Es gibt eine mit Rosmarin und Lavendel aromatisierte Bavette. Dazu Auberginen mit Knoblauch und Olivenöl. Bei uns bekannt als Flank, die kleine Bavette, Bauchlappen des Rindes. Kilopreis ab 29 Euro. Für das optimale Aroma legt Tom das Fleisch in einen Sud aus Olivenöl, Balsamico-Essig, Knoblauch, Lavendel und Rosmarin ein. Ich sage den Leuten immer, lieber ein größeres Steak machen, weil ein größeres Stück Fleisch kriegt man immer saftiger her wie viele kleine. Tom reibt auf die Schnittfläche der Aubergine etwas Knoblauch. Nun fehlen nur noch etwas Salz und Olivenöl. Und schon wandert die Gemüsebeilage bei indirekter Hitze für 15 Minuten auf den Grill. Mittlerweile hat das Flanksteak die Aromen aus dem Sud angenommen und kommt ohne Deflektorplatte auf den Kamado-Grill.
immer 5 Minuten pro Seite grillen und dann ungefähr 7 bis 8 Minuten in der indirekten Zone ziehen lassen. Ihr hört es brutzeln, das ist wahre Freude schon vom Duft. Welcher Grill eignet sich denn am besten zum Grillen? Es gibt ja verschiedene Grills auf dem Markt. Holzkohle, Gasgrills, Elektrogrills. In erster Linie musst du für dich entscheiden, was ist bei mir zu Hause möglich. Viele Leute sagen, ich will auf Holzkohle grillen, weil mein Grillgut muss nach Holzkohle schmecken. Stimmt nicht. Ein Grillgut schmeckt genauso wenig nach Holzkohle, wie es nach Gas riecht. Der einzige Unterschied, den wir haben, mit zum Beispiel so einem Kamado-Grill, den wir hier haben, der mit Holzkohle betrieben wird, kann ich viel höhere Hitze erreichen, wie mit einem gängigen Gasgrill. Nun kommt die Deflektorplatte zum Einsatz. Die schützt das Grillgut vom Verbrennen und verteilt die Hitze gleichmäßig. Durch das langsame Garen verteilt sich der Fleischsaft in der Bavette. Jetzt ganz wichtig bei der Bavette beim Flanksteak, wir müssen die Faserung beachten. Und ganz wichtig ist, die Bavette muss ganz dünn aufgeschnitten werden, quer zur Faserung, dass man ein schönes Mundgefühl hat. Wieder perfekt getroffen, den Garpunkt. Et voilà. Der französische Grillklassiker Bavette mit Auberginenbeilage. Bon Appetit. Die Weltreise geht weiter. Ins Land der aufgehenden Sonne, nach Japan. Dort landet ein Steak Tataki mit Wasabi-Creme und Pak Choi auf dem Grill. Das Rumpsteak ist ab einem Kilopreis von 50 Euro erhältlich. Los geht's mit der Marinade für das Dry-Aged Rumpsteak. Diese besteht aus Sojasauce, Honig, Ingwer, Limetten und Knoblauch. Dazu gibt es einen Dip aus Wasabi-Paste und Creme Fraiche. Jetzt sind wir also weit. Das Fleisch sollte ca. 20 bis 30 Minuten in dieser Marinade eingelegt sein. Viel länger macht keinen Sinn. Der Pak Choi wird nur in der Mitte durchgeteilt und jetzt geht's auf zum Grill. Diesmal benutzt Tom einen Gasgrill. Sobald der Pak Choi Röstaromen entfaltet, ist er fertig. Dieses Tataki, das ist maximal 1,5 bis 2 Minuten pro Seite. Das heißt, ich habe nur so 3-4 mm rein, ist das Fleisch durch und hat Röstaromen, aber innen bleibt es fast roh. Der Honig in der Marinade karamellisiert das Fleisch beim Grillen. So schaut das aus. Wunderbar. Die Japaner lieben diese Geschmackskombination. Mal sehen, ob das Grillgericht den Geschmackstest besteht. Aber dazu später. Denn erstmal geht es weiter mit Bella Italia. Bistecca Fiorentina mit Rucola, Parmesan und Grilltomate. Der Kilopreis des Porterhouse-Steaks beläuft sich auf etwa 50 Euro. Wichtig ist, wir müssen jetzt das Fleisch zuerst auf Temperatur bringen, weil wenn wir das jetzt sofort grillen würden, wäre es in der Mitte zu roh. Das heißt, wir nehmen das gute Stück und stellen das auf den Knochen. Von unten kommt die Hitze rauf, die Hitze geht durch den Knochen rauf und das Fleisch am Knochen wird auch mitgegart. Das Steak bleibt auf dem Grill bei indirekter Hitze, bis es eine Kerntemperatur von 54 bis 56 Grad erreicht hat. Anschließend nochmal feuerfrei, ohne Deflektorplatte, bei direkter Hitze und guten 250 bis 300 Grad. Hui, da schlägt das Herz höher. Das Fleisch ist mega saftig. Zeit, den italienischen Grillteller mit den landestypischen Zutaten anzurichten. So grillt Italien. Bistecca Fiorentina mit Parmesan, Rucola und Schmortomaten. Optisch ein Hingucker und geschmacklich sehr lecker. Ob das noch zu toppen ist? Auf zum vorletzten Grillgericht. Die Top 2 kommt aus Spanien. Alte Kuh mit Paprika, Salz, Zitrone, Kapern und Pimientos del Padron. Preis für das wohl beste Fleisch der Welt, 76 Euro pro Kilo. Ein tolles Gericht aus Galicien. Alte Kuh, Paprika, Pimientos del Padron, Salz, Zitrone, Kapern und Olivenöl. Wir starten hier mit diesen
Pimentos del Patron. Die geben wir rein in ein Gefäß und benetzen die mit etwas Olivenöl. Die Spitzpaprika säubern und in feine Streifen schneiden. Hier haben wir so eine Feuerplatte. Eignet sich super, weil hier alle Komponenten bei diesem Gericht eigentlich kurz gegrillt sind. Um das Verbrennen der Außenhaut zu vermeiden, einfach zuerst auf der Innenseite grillen, bis sich Röstaromen bilden und dann nur kurz umdrehen. Typisch für diese alte Kuh ist dieses gelbe Fett, das wir hier sehen, und diese massiven Fetteinlagerungen im Muskelgewebe. Das Fleisch ungewürzt auf die heiße Plancha. Das Fleisch der Oma-Kuh ist eine Delikatesse und stammt von einem mindestens 16 Jahre alten Tier. Nach der 1 bis 2 Minuten, wenn wir gegrillt haben, ziehen wir das Fleisch etwas von vorne weg. Weil vorne haben wir jetzt massive Hitze und hinten ist es deutlich kühler auf der Platte. Und lassen sie hier hinten einfach nachziehen. Doch etwas fehlt noch. Hier habe ich eine Salzzitrone. Das ist eine Zitrone, eine Bio-Zitrone. Die wird mit heißem Salzwasser übergossen. Und dann lasse ich die ungefähr 2 Monate stehen. Die Salzzitrone ist Toms Gewürzgeheimnis für spanische Speisen. Für das perfekte Mundgefühl, das Fleisch der alten Kuh in Streifen schneiden. Buen provecho aus Spanien. Weiter geht die Reise in die USA. Ein Tree-Tip-Steak im Taco mit Mais und Pfirsich. Das Fleisch vom Rind ist unter dem Fettmantel sehr zart. Kostenpunkt ab 44 Euro das Kilo. Amerika, das Land des Barbecues. Wir machen heute ein Tri-Tip, auf Deutsch das Bürgermeisterstück. Diese schöne massive Fettauflage, die schneide ich mir nur etwas ein, damit ich dieses wertvolle Fett behalten kann auf dem Fleisch, dass mir das Fleisch saftig hält. Nun fehlt nur noch die Gewürzmischung. Man sieht, man hat etwas Zitrone da drin, schwarzen Sesam. Wahnsinnig toll. Die Sesamkörner, die verhalten sich wunderbar beim Grillen. Die werden heiß, die platzen auf, die geben Geschmack ab. Das Fleisch wird richtig lecker. Es wird mit den ätherischen Ölen praktisch ummantelt. Das Bürgermeisterstück bereitet Tom auf einem Gasgrill bei indirekter Hitze zu. Bei dem Grill haben wir jetzt bis hierher Hitze. Und hier ist der Brenner abgeschaltet. Also indirekt, weil es ein großes Stück ist, wird langsam auf die Kerntemperatur von 60, 65 Grad geschmort. In der Zwischenzeit kümmert sich Profi-Griller Tom Heinzle um die fruchtige Füllung für die Tacos. Das zweite Tipp, da ist das Fett ist oben noch etwas weich. Das nehmen wir jetzt und grillen es hier mal kräftig an bei direkter Hitze, dass das Fett leicht knusprig wird und dass man mehr Hitze ins Fleisch reinbekommt. Die Maiskolben und die Pfirsiche sind perfekt gegrillt. Dann einfach klein schneiden, Barbecue-Soße und Chiliflocken dazugeben und fertig ist der Taco-Dip. Oh ja. Fett ist weggebraten. Auf zum Endspurt. Dieses gelbe Fett hier, das vorne schneiden wir weg. Und jetzt schneiden wir uns das in kleine Stücke. Tom Heinzle ist Griller aus Leidenschaft und holt sich seine Inspiration aus aller Welt. Amerika hat es ihm dabei besonders angetan. Und fertig ist der Tri-Tip-Taco mit Pfirsich, Mais und Barbecue-Soße. Auf zur Kostprobe. Welches der Grillgerichte aus aller Welt kann überzeugen? So, am meisten hat mir natürlich dieses amerikanische Essen geschmeckt von diesen 7 Gerichten, weil ich einfach diese Kombination zwischen Barbecue und dem Pfirsich einfach mal anders finde, was Spezielles. Die Überraschung in der Soße, dieses Wasabi, das war total gut und eben auch die Konsistenz von dem Fleisch war einfach frisch, es war total gut. Mich hat Spanien komplett überzeugt, weil eine alte Kuh habe ich wirklich noch nie gegessen und auch noch nie gegrillt gegessen. In Kombination mit der Paprika und den Capern einfach mega lecker. Mein Favorit für heute bei diesem Wetter, vom Geschmack her, wie es zusammengestellt ist, ist das Bistecca mit dem Parmesan, Rucola und Schmortomate.